Ibiza, der Party-Hotspot Europas. Fast 3 Millionen Touristen strömen pro Jahr auf die Insel. Rund 20.000 Arbeitssuchende finden hier bei mehr als 12.000 Partys einen Job für die Saison. Manch einer davon bleibt einfach gleich auf der Insel. Seltene Exemplare wie Chefpromoter G wohnen sogar das Jahr über in einem Tipi-Zelt. Hier tanke ich Energie für die Saison und um ehrlich zu sein, hier Sex zu haben, ist eine sensationelle Erfahrung. 6 Monate von Mai bis Oktober wird hier beinahe nonstop gefeiert. Partygänger, Familien, Arbeitssuchende und jede Menge Promis finden während der Saison ihr zweites Zuhause auf Ibiza. Willkommen bei Ibiza Madness. Anlaufpunkt Nummer 1, das Space. Der Club wurde im Jahr 1989 gegründet und hat sich seitdem zur Number One Party Location gemausert. Bis zu 10.000 Gäste haben hier Platz, rund 600.000 Party People feiern hier pro Saison. 650 DJs und 200 Tänzer. Die Promoter insgesamt sorgen über 500 Angestellte für das Wohl der Feierwütigen. Die Promoter, also die, die die Leute anschleppen, stehen unter seinem Kommando. Partyorganisator und Chefpromoter G. Das Space war schon immer berühmt dafür, dass hier die schönsten Menschen herkommen. Auch die Superreichen und Prominenten haben sich hier schon immer ganz normal unter die Leute gemischt. Das ist das Geheimrezept des Space. Wir sind alle gleich und feiern alle zusammen. Der zweitgrößte Club der Insel ist beinahe jeden Tag ausverkauft während der Saison. Und den Besuchern muss Programm geliefert werden. So wie von Sintonis Art. Die Künstlergruppe ist bereits seit 20 Jahren im Space. Das ist eine der ältesten Performance-Shows hier. Wir haben ein Sprichwort in Spanien: Ändere nicht, was gut funktioniert. Das war schon immer das Motto des Space: Einfach alles so belassen, wie es ist, wenn es gut läuft. Das hat uns in 27 Jahren zum besten Club gemacht. Und der beste Club braucht auch die besten Showgirls. Oh ja, ich habe eine Menge süße Sachen für die Leute hier im Space. Wie süß. Das Space ist nun mal die Spielwiese für alle Partymacher, Partyfeierer und Partyorganisator wie G. So wild er es im Club krachen lässt, so ruhig hat er es zu Hause. Etwa 30 Minuten Autofahrt vom Space entfernt lebt der 32-Jährige hier in den Bergen von Ibiza auf gut 800 Quadratmetern. Ja, das ist mein bescheidenes kleines Zuhause, ein typisches Ibiza-Haus mitten in der Natur. Ich habe hier einen eigenen Ofen und alles ist ein wenig im Hippie-Style. G selbst bezeichnet sich als einer der letzten verbliebenen Hippies auf Ibiza. Ich bin in Slowenien geboren und habe dort Ingenieurwesen studiert. Danach war ich Masseur und Dragcar-Racer und habe einen Haufen schräger Sachen gemacht. Irgendwann bin ich per Zufall auf dieser Insel hier gelandet und habe mir gesagt, ich gehe hier nicht mehr weg. Warum? Weil das hier mein Zuhause ist. Und in dem lebt er jetzt seit über 10 Jahren. Zusammen mit seinem Promoter-Kollegen hat er sich hier in den Bergen von Ibiza eine eigene kleine Welt erschaffen. Insgesamt 12 Zimmer hat das Anwesen. Ibiza hat sein Leben komplett verändert. Das hier ist eines der ersten Fotos zusammen mit DJ Carl Cox. Lange her. Heute ist G verantwortlich für die Auftritte der Star-DJs. So konnte er sich die Promoter-WG leisten. Er selbst wohnt aber nicht im Haus. Ich zeige euch jetzt mal mein Tipi-Zelt, denn ich schlafe nicht hier im Haus. Das hier ist mein magischer Ort. Ja, richtig gesehen und gehört. Statt auf 250 Quadratmetern Wohnfläche macht es sich G lieber in einem Tipi-Zelt gemütlich. Hier tanke ich Energie für die Saison und um ehrlich zu sein, hier Sex zu haben, ist eine sensationelle Erfahrung. 30 Quadratmeter in freier Natur. Handys und Elektronik jeder Art sind in G's Tipi verboten. Vielleicht gar nicht mal die schlechteste Art zu leben. Das, was ihr vorhin im Club gesehen habt, ist nicht mein Lifestyle, das ist mein Job. Mein Job, der mir diesen Lifestyle hier ermöglicht. Das hier ist mein wahres Leben. Da unten im Club verdiene ich das Geld dazu. Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Und solange der Promoter-Chef damit glücklich ist, alles im grünen Bereich.